Die ersten Schritte. Die ersten Schritte wieder zurück. Und damit moin Leute, jetzt schon zurück auf meinem Kanal. Ich wollte gerade eben eigentlich erst streamen, aber ihr glaubt gar nicht, wie mir die Pumpe geht. Auf jeden Fall kann ich nur sagen, ich freue mich so sehr, euch wiederzusehen. Pfeifert, wir sehen uns natürlich nicht, aber alleine das wieder mit euch sprechen, das gibt mir so viel. Warum die ersten Schritte zurück? Seit den letzten oder in den letzten 2-3 Monaten war ich konstant krank. Ich war vielleicht 3-4 Tage gesund, von Arzt zu Arzt gerannt. Mit dem einen oder anderen von euch habe ich geschrieben. Für die eine oder andere Nachricht hatte ich keine Kraft, weil ich mir, ihr kennt mich mittlerweile, weil ich mir immer im Kopf dachte, Mann, scheiße, du enttäuscht jemanden. Jetzt, das Jahr wolltest du angreifen, erstmal komplett den Ellbogen in den Nacken gedrückt bekommen. Aber die ersten Schritte zurück. Wie gesagt, von Arzt zu Arzt, Verdacht auf Autoimmunkrankheit. MRT vom Kopf machen lassen, Verdacht auf Herzmuskelentzündung, beide Nasenlöcher, nur noch Blut rausgekommen, nichts anderes, jeden Tag kaum Bewegung, nichts machen. Und jetzt bin ich hier und gehe meine ersten Schritte zurück mit einer schönen Steigung. Ihr glaubt gar nicht, was das für eine 10 von 10 ist. Und ich freue mich so sehr, mit euch endlich in geile Videos reinzugehen. Ihr wisst es selber, Chat. Heute sind so viele Leute draußen, die nur noch schwarz und weiß denken. Bestimmte Sachen darfst du nicht mehr sagen, weil du sofort in eine Schublade gedrückt wirst. Die geilsten YouTuber von euch, auch von mir, weil ich bin ja selber genauso Zuschauer, die einen irgendwie für 3 Euro gefühlt oder für ein dickes Product Placement für irgendeine Impfung, die nicht funktioniert, komplett die Zuschauer verkaufen, komplett drauf scheißen, Hauptsache das Geld mitnehmen. So bin ich nicht, das wisst ihr, so werde ich nie sein. Und davon brauchen wir mehr Leute, um mich jetzt selbst auf ein Podest zu stellen. Aber wir Risers sind dafür da, um auch mal die richtigen Fragen zu stellen und auch unangenehme Sachen anzusprechen und trotzdem die Zeit zu genießen. So sieht es nämlich aus. Manchmal hat man geile Tage, manchmal hat man beschissene Tage. Das Wichtigste ist, dass man trotzdem weitermacht und weiterläuft. Dicker Gruß an die ganzen Nachrichten, die mich erreicht haben. Aber ich sage euch ganz ehrlich, dieser mentale Druck, den ich mir natürlich auch selber mache, der hat dazu geführt, dass ich nicht mal die Kraft hatte, auf manche Nachrichten zu antworten. Auch wenn es für manche ein dämlich klingt. Aber selbst so eine Sache, mich dann wieder gefühlt zu rechtfertigen, weil ich finde, ich habe euch auch eine gewisse Verantwortung gegenüber zu bringen, das hätte nur noch mehr Kraft gezogen. Deshalb trotz dessen aus tiefstem Herzen vielen Dank für jede wundervolle, auch süße Nachricht, die mich erreicht hat. Der kleine Schlawiner Egaso ist back. Versteht ihr das? Es wird wieder Zeit. Ich küsse euch. Bis bald. Kapitel 1.